Hallo, mein Name ist Alisa Stamakina und ich bin eine Eisensurferin. Also ich wurde, glaube ich, Juniorenmeisterin im Jahr 2016. Ich war dort die Jüngste, also das heißt, ich war 13 Jahre alt. Ich bin eigentlich in Moskau geboren. Und umgezogen sind wir nach Wien, als ich so 2 Jahre alt war. Und begonnen habe ich eigentlich, weil ich sehr oft krank war und meine Mutter einfach mich in irgendeinen Sport sozusagen hineingeben wollte. Mir посоветовали обратиться к тренеру по фигурному катанию Татьяне Соляной. Так как я сама занималась этим видом спорта, я была не особо рада этому. Поэтому попросила Татьяну заниматься исключительно как Хобби, не больше 2 раз в неделю для себя. Aber als ich halt bei der Trainerin war, die war immer so motivierend und mir hat es so gefallen, dass ich dann meistens nach dem Training gesagt habe, kann ich noch eine weitere Stunde bleiben oder kann ich denn schon morgen kommen? Я иногда по утрам говорила, что Алис, мы никуда не пойдем. Давай поспим еще. Но она приходила, начинала будить меня. Мама, вставай. У меня тренировка. Поехали. Meine Mutter wollte nicht, dass ich Eisensurfen mache, weil sie selber eine Eisensurferin war. Und das heißt, sie weiß auch, welche Verletzungen da sein können und wie gefährlich auch es werden kann. Im September hatte ich einen Bänderriss am rechten Sprunggelenk und jetzt habe ich auch einen Bänderriss, aber am linken Fuß. Es ist natürlich schwer, weil man muss dann immer wieder zurück in die Form hineinkommen. Das dauert schon so ein halbes Jahr, würde ich mal sagen. Also jetzt habe ich diese Schiene da oben. Das war davor sehr, sehr stark geschwollen. Jetzt ist es nicht mehr so stark geschwollen. Ganz blau war das. Also das war nicht so eine schöne Ansicht. Mein Alltag beginnt um 6 Uhr morgens. Da stehe ich auf und um 8 Uhr muss ich schon spätestens in der Halle sein, damit ich aufwärmen kann vor dem Eis. Eis beginnt bei mir um 9 Uhr. Das ist die erste Eisstunde bis 9:50 Uhr. Dann habe ich eine 10-minütige Pause und gehe wieder um 10 Uhr aufs Eis. Und dann muss ich mich auch ausdehnen, was ungefähr 20 Minuten dauert. Um 13 Uhr muss ich schon ungefähr fertig sein, weil ich werde da von meiner Mutter abgeholt. Und die fährt mich dann auch in die Schule. Direkt. Im Auto muss ich mein Mittagessen essen, weil ich habe in der Schule dann keine Zeit, es zu tun. Ich bevorzuge einen Salat als Mittagessen zu haben. Nicht Kebab. Nein, auf gar keinen Fall. Ich weiß nicht mal, wann ich das letzte Mal Kebab gegessen habe, wahrscheinlich mit 6 oder so. Meine erste Stunde beginnt um 13:50 Uhr und meine Schule dauert meistens bis 17 oder bis 18 Uhr. Danach fahre ich ganz schnell wieder nach Hause, nehme irgendetwas zum Essen. Dann muss ich auch direkt beginnen zu lernen und Hausaufgaben zu machen. Das kann natürlich dann auch dauern und schlafen gehe ich dann meistens auch etwas spät. Ни я, ни папа, мы от нее никогда в жизни не требовали хороших оценок. Самое главное, чтобы она училась. А вот это вот желание, как на льду, быть первой. То же самое и в школе, ей нужны хорошие оценки. Am Samstag stehe ich zwar auch dann wieder um 6 Uhr auf, aber anstatt dass ich in die Halle fahre, fahre ich in die Schule. Da habe ich dann Unterricht von 7:45 Uhr bis 12 Uhr. Um 13 Uhr habe ich meistens dann Ballett bis 14:30 Uhr ungefähr. Die restliche Zeit, die mir dann am Samstag verbleibt, verbringe ich meistens mit Lernen und Hausaufgaben. Genauso wie Sonntag. Am Sonntag kommen dann manchmal auch zu mir Lehrer vor den Schularbeiten zum Beispiel, damit ich wirklich sicher gehe, dass ich gut vorbereitet bin. Ее просишь, ну пожалуйста, оставь. Ну ладно, получишь ты плохую оценку. Это не важно. Никак не важно. Нет, она спорит, она хочет получить либо хорошо, либо отлично. Wir haben einen laufenden Monopoly-Spiel. Also, wir haben ein Monopoly-Turnier. Also einmal gewinnt sie, einmal gewinne ich. Das ist immer abhängig, welches Monopoly wir nehmen.
Nehmen wir mein Monopoly, gewinne ich. Nehmen wir ihrs, gewinnt sie. Okay, für Alisa ist es, bleibt wenig Zeit für normale Dinge zu tun. Das heißt, sich mit Freunden zu treffen, mal abschalten, irgendwo chillen. Also wir gehen meistens irgendwo hin spazieren. Hier nebenan haben wir den Prater, das ist sehr schön. Und vor allem beim Spazierengehen kann man auch mal abschalten. Das ist auch sehr wichtig, dass man mit dem vielen Sport und mit der Schule, Alice ist ja auch wirklich sehr fleißig in der Schule, dass man mal wirklich abschalten kann, weil sonst kocht alles über und irgendwann explodiert einem der Kopf. Eislaufen ist nicht wirklich nur ein Sport, wo man sagt, man springt, man macht Schritte und damit bekommt man die Punkte. Eislaufen, das ist eigentlich auch eine Art Kunst. Dafür muss man auch halt nicht nur am Eis die ganze Zeit sein, sondern man muss auch dann tanzen können. Wir haben auch eine Pirouette, wo wir uns ganz stark mit dem Rücken nach hinten legen können. Und ohne dem, dass wir Gymnastik oder Ballett machen, würde das überhaupt zum Beispiel nicht gehen. Aber diese Pirouette ist einer aus den wichtigsten bei uns. Deshalb, Eislaufen ist nicht nur am Eis stehen, es ist sehr vieles, was dazu gehört eben. Die Haare macht mir auf meine Mutter, weil sie besser machen kann. Für mich ist es halt nicht so angenehm, nach hinten mit meinen Armen zu greifen. Und das Make-up, das mache ich mir eigentlich immer selber. Die Kleider, das wird dann halt, wir suchen in meinem Atelier, wo sie das machen können, die spezialisiert sind. Meistens machen wir die Kleider in Moskau. Das sind sehr gute Spezialisten. Aber man braucht immer vor dem Bewerb so gute 2 Stunden, dass man bereit ist. Mein Name ist Evelyn Rossuk-Schneider. Ich bin Eiskunstlauftrainerin, bin die Trainerin von der Alisa und bin auch Vizepräsident des Österreichischen Eiskunstlaufverbandes. Leider im letzten Jahr ziemlich stark verletzt und sehr lange verletzt und hat aber durch ihren Fleiß alles wieder aufgeholt und hat es dadurch geschafft, die höchsten Punkte zu erreichen, um sich für die Weltmeisterschaft in Mailand zu qualifizieren. Die Qualifikation hat bestanden, dass man 2 internationale Bewerbe plus die österreichische Staatsmeisterschaft laufen muss und die Punkte werden zusammengezählt und die höchsten Punkte, die wurde dann genannt für die Weltmeisterschaft. Bei der Alisa war es so, dass sie bei der österreichischen Staatsmeisterschaft nicht antreten konnte durch ihre Verletzung. Daher hat sie noch einen 3. internationalen Bewerb gelaufen und hat auch hier die höchsten Punkte gemacht. Und damit hat sie sich qualifiziert für die Weltmeisterschaft und ich bin sehr stolz auf sie. Also die Weltmeisterschaft hat in Mailand stattgefunden. Als ich erfahren habe, dass ich dorthin fahren kann, da habe ich mich wirklich sehr gefreut, obwohl ich wusste, wie viel Arbeit es noch davor gab, damit ich wirklich meine beste Leistung dort bringen kann. Meistens war ich diejenige, die gekommen ist zum Läufer und gesagt hat, oh Gott, das war so toll und ich will das auch machen. Dann weiß man schon so, okay, man ist schon eine aus diesen Läufern. Natürlich habe ich auch meine Inspiration und ich bin nicht sehr gut im Eis und Surfen. Es gibt sehr viele, die viel besser sind als ich. Aber einfach schon da sein zu dürfen, das ist schon etwas Unbeschreibliches.